Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Wir sprechen heute mit unserem Gast darüber, wie man die eigene Botschaft an andere weitergeben kann. Wie mache ich meine eigene Botschaft hörbar? Unser Gast ist Social Media Experte und hat unter anderem das Format Speak Up ins Leben gerufen und bietet damit eine spannende Bühne an, im wahrsten Sinne des Wortes, um mit der Botschaft in die Welt zu starten. Zudem sprechen wir mit ihm auch darüber, wie man ein eigenes Event starten kann. Wir freuen uns sehr über sein Interesse an unserem Podcast und begrüßen ganz herzlich Patrick Steinmetz bei uns. Hallo Patrick. Hallo erstmal alle zusammen. Freue mich auch hier zu sein und vielleicht so ein bisschen einen Impuls oder Mehrwert heute geben zu können. Das macht mir immer total viel Spaß. Ja, vielen Dank für deine Bereitschaft. Du hast dich ja auf einen Aufruf bei LinkedIn bei uns gemeldet, wo ich immer mal wieder nachfrage, wer gerade Zeit und Lust hat, über New Work, remote Arbeit, Freelancertum und so weiter zu sprechen. Und wir haben da immer die unterschiedlichsten Leute hier. Und ich finde das sehr spannend, weil ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, es sind ja jetzt fast schon 60 Folgen online, haben wir das, was du jetzt so abbildest, so noch nicht drin gehabt. Also es ist immer wieder anders, aber oftmals eben auch komplett neu. Und das, denke ich, ist heute auch so. Magst du unseren Hörern, Patrick, mal ein bisschen darüber erzählen, wie es zu Speak Up kam? Was war die Motivation dahinter? Und natürlich auch dann, was ist Speak Up überhaupt? Gerne, gerne. Also ich habe im Callcenter da gearbeitet als Führungskraft zu dem Zeitpunkt und habe mich halt viel mit Persönlichkeitsentwicklung dann auch beschäftigt. Wenn man Mitarbeiter jeden Tag führt, kommt man da auch nicht drum rum, sich ein bisschen an der Seite weiterzubilden. Und das, was sich so da entwickelt hat, was ich für Theorien hatte, hat mich dann so, wollte ich mit mehr Leuten teilen, also wollte meine Botschaft hörbarer machen und dort den Leuten sagen so, hey, ich habe da einen Weg, das könnte voll gut funktionieren, probiert doch mal das mit euren Mitarbeitern. Habe das natürlich auch mit meinen Mitarbeitern kommuniziert und habe quasi kleine Keynotes vor meinen Mitarbeitern gehalten, firmenintern sozusagen, wollte aber dann auch raus. Und habe dann, weil ich das früher, habe ich viel in der Musikszene gemacht und auch Stand-Up-Comedy hat mir immer Spaß gemacht, da hatte ich viel zu tun mit, da gab es immer den Anheizer, die Vorband. Ja. Und der erste, und die Vorband muss ja eigentlich auch nichts zahlen normalerweise, die ist halt dabei, dann ist das Publikum schon mal warm und dann rockst du als Hauptgig. Habe ich also alle möglichen Coaches und Trainer angeschrieben über soziale Medien. Hey, ich würde bei euch gerne im Vorprogramm sein. Ich mache es umsonst, ich komme vorbei und Und da wurde entweder gar nicht drauf geantwortet oder es wurde halt die Hand aufgehalten und gesagt, klar kannst du machen, zahlst du mir 1.000 Euro, dann darfst du 5 Minuten auf die Bühne. Okay. Und das war jetzt eigentlich nicht meine Intention. Und dann habe ich mir halt so überlegt, hey, dann mache ich einfach mein eigenes Ding. Also so eine Event-Location, sich zu mieten, habe ich dann mir gegoogelt und angeschrieben, was das denn kostet. Und war bei der ersten Location bei 600 Euro. Dachte ich mir, hey, das kann ich auch an Tickets wieder verkaufen. Ich muss ja sozusagen, wenn ich 10 Euro nehme, 60 Tickets verkaufen. Das kriege ich hin. Hol mir dann noch andere Leute mit an Bord, weil meine Inhalte waren so vielleicht 20, 30 Minuten. Dachte, hey, da gebe ich noch anderen Leuten auch eine Chance, die da wollen. Da kenne ich ein paar, die auch ihre Botschaft teilen wollen und auch noch nie auf einer Bühne standen. Und hatte ich in so einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich das vorhab und hatte innerhalb, glaube ich, von einer Dreiviertelstunde die anderen 6, die dann mit mir aufgetreten sind beim ersten Mal, waren sofort auch Feuer und Flamme und fanden das cool. Ja. Und mit dem Line-Up sind wir dann im Oktober 2018 das erste Mal hier in Leipzig auf die Bühne. Das Event wurde komplett selbstfinanziert, komplett von Ticketverkäufen wieder auf Null gebracht und waren abenteuerlicher Ritt wirklich und absolut Spaß gemacht, das dann auch auf die Beine zu stellen. Und ich selber bin dann auch aufgetreten und habe meine Keynote auch halten können. Das war ja die Grundintention. Ja, genau. Und habe danach gesagt so, hey, ich mache das jetzt öfter. Es gibt so viele Leute da draußen. Ich hatte vor dem ersten bereits das komplette Line-Up für das zweite. So viele Leute hatten sich dann auch gemeldet. Verrückt. Dann habe ich gesagt, okay, das machen wir dann nochmal so in 3 Monaten. Und dann war es wieder und wieder und wieder. Und jetzt sind wir inzwischen bei Event Nummer 15, glaube ich, sind wir auf ganz Deutschland inzwischen verteilt. Ja, du sprichst es gerade an, ganz Deutschland. Mittlerweile beschränkt sich das nicht mehr auf Leipzig.
Genau, ich hatte dann irgendwann in einem Instagram Live mit irgendjemand zu mir dann mal, das mache ich öfter, um Promotion zu machen, wann kommst du eigentlich nach Frankfurt? Ich so, gute Frage, vielleicht machen wir mal eine Tour. Und dann war so das ausgesprochen und ich so, warum eigentlich nicht? Ich weiß, wie ich mir das relativ günstig auf die Beine stellen kann. Habe dann noch mir Sponsoren mit ins Boot geholt und dann sind wir im letzten Oktober 2019 einmal tatsächlich auf Deutschlandtour gegangen mit einem festen Line-Up. Ah, und ja, haben dort auch mal die anderen Städte so ein Kick-Off-Event machen, wie man das so schön sagt, und mal einmal die Tür aufmachen. Das haben wir dann auch gemacht. 7 Tage, 7 Städte, 7 Mal im A- und O-Hostel, im 8-Bett-Zimmer. Die haben uns nämlich gesponsert. Die waren echt cool da und haben gesagt, das Projekt finden wir abenteuerlich und cool. Ja. Wir machen gern euren Sponsor. Haben uns dann die Zimmer gesponsert. Ohne die wäre es nicht gegangen. Ja. Sind Flixbus gefahren. Das war auch sehr krass. Und ja, abenteuerlich. Und dann sind wir in den anderen Städten. Und jetzt im Frühjahr, wenn Corona nicht gekommen wäre, hätten wir auch wieder 5 Events in 4 Städten gehabt und machen das in regelmäßigen Abständen in der Stadt. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, wahrlich ein Abenteuer, Patrick. Wie seid ihr denn da vorgegangen, um das praktisch vor Ort in den einzelnen Städten dann zu organisieren? Also die Orga habe mehr oder weniger komplett ich übernommen. Das war auch, auch ein paar Learnings dabei, was Locations angeht. Also man schreibt eine Location und denkt sich, hey, das ist ganz cool. Dann kommt eine Antwort, ja, kostet 3.000 Euro. Ich so, was? das ist im Budget nicht drin. Ah ja, na dann machen wir 2.500. Ich so, nee, ihr versteht glaube ich nicht. Also wir müssen unter einem gewissen Budget bleiben, was das angeht, weil wir es ja nur über die Ticketverkäufe machen. Ja. Dort Locations dann zu finden. Also ich hatte im Mai angefangen, Locations zu suchen und die letzte Location habe ich im Juli dann erst bekommen. Das war wirklich aufwendig. Okay. Da sich mit zu beschäftigen, rate ich nur jedem, der ein Event macht, nehmt euch im Februar, wenn das im Oktober ist, also 10 Monate vorher, die Zeit, dort wirklich Locations zu finden, die auch zu euch passen. Das war auch auf der Tour ein super interessantes Learning zu sehen, wie unterschiedliche Bühnen unterschiedlich auch beim Publikum ankommen. Also habe ich jetzt eher die Aula, wo ich unten stehe wie der Professor und das Publikum geht nach oben. Ja. Wirkt ganz anders für den Speaker, für den, der auf der Bühne steht und auch für das Publikum. Ja. Oder klassische Bühne, ich stehe auf der Bühne, stehe ich in einem Konferenzraum, hotelmäßig, ebenerdig mit allen und alle sitzen. Jede Bühne war anders auf der Tour, das muss ich wirklich sagen. Und da das zu organisieren, das weiß man vorher nicht, wenn man es das erste Mal macht. Ja, ja. Lernt dann auch währenddessen sozusagen, auf was es denn ankommt. Ich würde jetzt bei der Akquise von Locations ganz andere Fragen stellen, als ich noch vor der Tour oder vor den ganzen Speakups gestellt hatte. Es zu organisieren ist halt jeden Tag ein Schritt. Dann macht man wirklich kleine Schritte jeden Tag und geht halt so eine Checkliste durch sozusagen, die man sich irgendwann mal gemacht hat. Ruft dann an in den Städten, fragt nach, ist an dem Termin frei und kriegt dann viele Neins und viele, ihr passt nicht zu uns, sowas machen wir hier nicht. Okay. Und ja, also ein Veranstalter zum Beispiel hatte dann auch geglaubt, da kommen 5 Leute, waren dann 70. Okay. Die waren dann an der Bar halt auch nicht vorbereitet. Die dachten, da kommen 5 und trinken einen Latte Macchiato oder sowas. Ja, ja, da wurde ihnen die ganze Bar leer gesoffen, mehr oder weniger an dem Abend. Da waren sie dann doch irgendwie geplättet von der Menge, die dann gekommen ist. Ja. Und natürlich muss man ganz knallhart auf den Social-Media-Kanälen Werbung betreiben und den Leuten auch wirklich sagen, es gibt uns, wir sind witzig und unterhaltsam und bieten Mehrwert und kommt doch mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Da sozusagen den Verkäufer zu machen, den macht man ja. Das ist für viele ja ein Hindernis. Viele denken sich so, ich habe eine coole Botschaft, da kommen schon die Leute. Und manchmal klappt es auch tatsächlich. Manche Events machen wenig Werbung und da kommen auch Leute, aber manche halt eben nicht. Und da kommen dann auch recht wenig Leute. Ich bin da eher jemand, der sehr stark und laut auf die Pauke haut und bei Instagram, LinkedIn viel, viel Werbung für die Projekte macht, die ich halt toll finde. Ja. Ich will mal einen Schritt zurückgehen. Was würdest du denn jemandem mitgeben, der jetzt sich heute auf den Weg machen will, der vielleicht dieses Interview hört und sagt, Mensch, Event, eigentlich habe ich zu sowas auch mal Bock. Was wäre denn der erste Schritt? Also mir geht es praktisch noch der Schritt, bevor ich in die Planung gehe. Also das, was du so ein bisschen erzählt hast auch,
Ich hatte selbst die Idee, raufzugehen und dann noch andere. Was würdest du jemandem aus deiner Erfahrung jetzt von 1,5 Jahren ja schon, mehr oder weniger, mitgeben, der jetzt sowas starten möchte, irgendeine Event-Session? Also, dass man sich wirklich hinsetzt und eine Checkliste erstellt. Also, dass man wirklich eine Liste macht mit, was benötige ich? Was will ich? Auch darin gleichzeitig dann so ein bisschen seine Mission und Vision auch definiert. Will ich mir eine Halle mieten? Ist das schlau? Also Pro und Kontras auch für die Dinge innerlich aufstellen. Also man macht sich eine wirkliche Checkliste. Mhm. Welche Locations kommen in Frage? Wie viele Personen kann ich mir in der Location vorstellen? Mhm. Was benötige ich an Technik? Ganz wichtig. Da weiß man nicht alles. Das habe ich auch erst nach dem ersten Event so ein bisschen. Aber so ein Grundstamm an Technik weiß man, was man benötigt. Ja. Ich benötige einen Laptop, um meine PowerPoint oder meine Folien zu haben. Brauche ich sowas? Mache ich zum Beispiel ein Reise-Event? Ja? Also so, ich habe eine Reise gemacht, eine abenteuerliche. Will ich den Leuten Fotos zeigen? Brauche ich einen Laptop und einen Beamer? Ja. So eine richtige Checkliste, was wird benötigt für mein Event? Das ist das allererste, wo ich mich ransetzen würde. Und das aufstellen. Und auch danach, wenn man ein Event gemacht hat, an genau diese Liste nochmal weiterarbeiten, wenn man ein zweites machen will. Was habe ich bemerkt? Hätte ich das doch lieber gehabt. Ich habe zum Beispiel gleich gewusst, ich brauche jemanden, der im Hintergrund noch organisiert, während ich, weil ich die Moderation gemacht habe, auf der Bühne bin. Ja. Da hat eine Freundin aus meinem Netzwerk, die mir dann geholfen hat und im Hintergrund das organisiert hat, während ich auf der Bühne stand, zum Beispiel den nächsten Speaker hinter die Bühne holen. Mhm. Solche Geschichten. Ich habe früher schon, als ich jünger war, auch viel hinter der Bühne verbracht und hatte da halt schon den Vorteil, einfach zu wissen, dass Checklisten massiv wichtig sind und eine sehr, sehr, sehr gute Teamstruktur, die man im Hintergrund hat. Also mein Netzwerk hat mir massiv geholfen, diesen Event auf die Beine zu stellen und an die Dinge, die ich nicht gedacht habe. Mhm. Da ist es immer sehr hilfreich, wenn man sich konträre Leute holt im Team, die nicht so sind wie du. Ja. Die braucht man. Also A, hast du sich fragen, habe ich das Netzwerk? Kann ich auf meine Freunde auch da zählen an dem Tag und dann die Checkliste abhaken und damit rangehen. So eine Checkliste hat dann zum Beispiel Location, Technik, Ticketverkauf, Homepage, Social Media Promotion. Das wären auf meiner Checkliste wären das die Punkte, die ich sofort draufschreiben würde. Okay. Und wie kann ich dann feststellen, ob ich überhaupt der Event-Typ bin? Ob ich, ich habe vielleicht eine tolle Reise gemacht und tolle Bilder und so, aber vielleicht kriege ich das eher in ein Buch gefasst oder kriege ich das in, einen Film darüber? Gibt es ja auch wie Sand am Meer, gerade so von irgendwelchen Leuten, die aufgebrochen sind. Hast du da so eine Idee, wo man da vielleicht bei sich gucken kann, bin ich der Event-Typ oder bin ich es nicht? Probieren geht über Studieren, aber da würde ich natürlich auch nicht jemanden sofort auf die Bühne stellen. Ich würde halt auch sagen, geht mal zu solchen Events. Wenn ihr so eine Reise gemacht habt und ihr sagt, hey, wenn mir jemand am Anfang meiner Reise gesagt hätte, mach das, das, das und das, so diesen Mehrwert bieten zu wollen, das ist so der Grundtreiber bei mir zum Beispiel. Ja. Die Fehler, die ich gemacht habe mit meinem Team, warum kann ich das nicht jemandem erzählen und sagen, hey, das könntest du besser machen? Ja. Glaub mir, ich bin da durchgegangen. Das ist für mich sozusagen, wo ich sage, hey, ich würde gerne den Leuten helfen. Meine Plattform ist die Bühne. Ich war aber auf vielen Events davor und habe gesehen, so machen die das. Das kann ich auch. Mhm. Aber wenn man bei so einem Event ist, wo es mal größer ist oder wo mal 100 Leute zusammenkommen und sich, das ist nicht so ganz meins, dann sollte man darauf total hören. Dann kann man sich sagen, hey, dann schreibe ich halt ein Buch oder mache einen Blog oder mache einen Podcast dementsprechend, wenn ich nicht komfortabel genug auf der Bühne zu stehen, und das ist eine der größten Ängste jedes Menschen, vor öffentlichem Publikum zu reden. Ja. Deswegen, dann geht man halt in den Podcast, da ist das Gesicht nicht da, hat man nicht das Selbstbewusstsein. Kann man aber auch einen Blog machen, wenn man noch schüchterner ist. Mhm. Oder ein Buch, wie ich es gerade gesagt habe. Die Plattform für sich selber zu finden, ist eigentlich recht einfach. Man geht dahin, wo man das mal testen will, und dann guckt man sich das an. Also beim Buchschreiben merkt man ja dann auch nach Seite 10 oder 20, ob man das kann oder nicht oder ob einem das liegt. Ja, das stimmt schon. Aber das fand ich nochmal einen guten Hinweis, so selbst das zu besuchen oder sich das anzugucken, was man vorhat zu machen.
Also wenn ich einen Blog starten will, gucke ich mir ja auch verschiedene Blogs vorher an. Das ist so irgendwie das Naheliegende, ne? Genau. Und dann einfach nochmal solche Events auch anzugucken. Vielleicht auch irgendwo mal, wie du das beschrieben hast, dass du jemanden aus deinem Netzwerk genommen hast, um das zu unterstützen, die so ein bisschen hinten dran noch gestanden hat, sich mal als solch einen Partner anzubieten. Ne, dass man sagt, so ich laufe mal mit als Praktikant quasi, um mir sowas mal von hinten anzugucken, ob das was für mich wäre. Ne? Wäre ja auch eine Möglichkeit. Da bieten auch alle Coaches und Trainer da draußen ganz viel an. Also es gibt ja Teams, die dann vor Ort umsonst unterstützen, bei den ganz großen Events von Christian Bischoff und wie sie alle heißen. Ja, ja, da kann man auch ein Team einschreiben lassen und dort hinter die Bühne sozusagen blicken. Also das ist ziemlich einfach, an die Teams da ranzukommen, irgendwen anschreiben, hey, ich würde euch gerne umsonst helfen, Einlass etc. und so weiter. Dabei merkst du dann sehr schnell, also alle, die ich kenne, die da mitgeholfen haben bei solchen Events, haben gesagt, da lernst du unglaublich viel. Du siehst, wie das hinter den Kulissen abgeht. Und dadurch merke ich ja dann auch, hey, kann ich mir das vorstellen, mich diesem Stress auszusetzen, diesem Druck und dieses einfach das auszuhalten. Also quasi dieses, es war wirklich auch krass bei mir. Also ich muss auch sagen, mehrfach so, oh, was hast du dir denn da angetan? Gerade im Punkto-Ticketverkauf war das super so krass für mich, weil ich glaube, am Event-Tag, also beim ersten Event hatten wir am ersten Tag, ich glaube, 13 Tickets verkauft. Okay. Und in den letzten zwei Tagen kamen dann halt nochmal sehr viele dazu. Und dann kam noch die Abendkasse. Aber als wir eigentlich quasi so an den Tag rangegangen sind, war ich noch nicht auf null. Und das kam auch bei den anderen Events nicht dann so zustande, dass wir an dem Tag, wo es war, auf null waren, das kam an der Abendkasse. Okay. Und dieses Vertrauen zu haben in das, was man macht, das ist so am Anfang, glaube ich, und das wird immer wieder geschüttelt. Und dann merkt man auch, ob man dafür geschaffen ist. Und wenn man es dann einmal macht und sagt, nee, das meine ich nicht mehr, hat man auch sehr viel dabei gelernt, sage ich mal. Ja. Auf der Deutschlandtour zum Beispiel haben wir das auch gemacht. Da haben wir jeden Abend uns, egal wie müde wir waren, egal wie groggy wir wirklich kaputt waren, haben wir uns hingesetzt und nochmal uns Feedback gegeben. Wir sind ja 7-mal hintereinander aufgetreten. Oh. Und ganz viele von denen, die, also wir waren ja zu 8 insgesamt, ganz viele haben dort wirklich dann abends ihre Rede nochmal nachts dann im Kopf umgeändert für den nächsten Tag und haben was Neues ausprobiert. Und fast alle haben ihre Keynote, die sie am Anfang der Tour gehalten haben, so nicht mehr am Ende der Tour gehalten, sondern adaptiert, sich Feedback gegeben. Und das ist auch absolut das, was wo ich jedes Mal reingegangen bin, ins Feedback. Was können wir besser machen? Was kommunizieren wir anders? Das tolles, ist dann... Ja, tolles Learning, ne? Ja, super. Klasse. Ja, wo steht denn Speak Up jetzt? Was sind so die nächsten großen Schritte? Also das Speak Up Auto steht gerade auf dem Parkplatz und wartet, weggefahren zu werden. Ja. Da wir im Moment keine Events veranstalten dürfen. Genau. Kommt aber wieder. Wir sind jetzt so aufgestellt, dass ich grundsätzlich genügend Leute habe, die auf die Bühne wollen. Ich auch jedem, der eine Botschaft hat, dort die Botschaft, die Chance geben will. Und mit den Speakern gemeinsam, das hat sich dann auch durch die Events und das Feedback entwickelt, sage ich mal, dass wir Coachings davor setzen. Also ich will, habe ich dann gemerkt, für mich nicht so ein Event haben, wo die Leute kommen, die Speaker kennen sich nicht mal, die da auftreten und so weiter. Deswegen haben wir solche Zoom-Calls genutzt, um vor uns kennenzulernen. Aber auch für mich als Organisator zu wissen, dass ich demjenigen auf der Bühne vertrauen kann, dass er das, was ich mir als Kodex gesetzt habe für öffentliche Reden, die kann man auf der Homepage dann noch einsehen als Videos, wo ich es ausführlich erkläre, was der Kodex ist, dass wir da Coachings drumherum machen, dass der, das, was ich will, dass das Speak Up, für was es steht, nämlich für diesen maximalen Mehrwert zum Beispiel, dass das auch dann im Publikum ankommt über den Speaker. Deswegen machen wir solche Coachings und sind da inzwischen auf der Stufe. Unsere Videos werden auch immer besser. Ich habe am Anfang, hatte ich noch Hilfe dabei, jetzt mache ich es inzwischen selber. Wir nehmen alle Keynotes auf und hauen die auch auf YouTube raus. Kann ja sein, dass du an dem Abend keine Zeit hattest oder wir in einer anderen Stadt waren. Warum also nicht das auf YouTube stellen, in drei verschiedenen Kamerablickwinkeln. Wir schneiden die Videos selber, nehmen das Audio selber auf. Es gibt also auch den Content auf YouTube, so wie bei
dem großen Vorbild oder dem großen Vorgänger mit Gedanken tanken. Ja. Die haben ja auch alles dann auf YouTube gestellt und das wollte ich auch, dass die Speaker hinterher daraus lernen können. Mhm. Da sind wir auch. Wir trainieren die Leute, wir nehmen das auf, wir machen das alles ein bisschen jetzt inzwischen professioneller und haben sind sehr gewachsen in die Leute, die mich unterstützen. Ich habe ja immer noch ein Netzwerk, das mich unterstützt bei allem. Ja, das heißt, du nimmst wirklich die Speaker im Prinzip an die Hand und führst sie bis zum Event und darüber hinaus praktisch auch so ein bisschen. Darüber hinaus auch. Ich habe eigentlich zu Kontakt noch zu wirklich allen meinen Leuten, die je bei mir aufgetreten sind, verfolgt deren Karriere und unterstützt die aber auch. Es sind auch dann Leute zusammengekommen wie die Caroline König, die ist auch so ein Karrierecoach und die macht mit mir zum Beispiel jetzt Speak Up Frankfurt gemeinsam, weil ich nicht 7 Events immer ganz alleine machen will, aber durch das gewisse Vertrauen, das ich inzwischen zu Caroline habe, habe ich gesagt, hey, lass doch Frankfurt gemeinsam machen. Wir organisieren das zusammen. Und dadurch ist das Ganze viel einfacher. Ja. Das ist inzwischen auch Co-Organisatoren, die mir unterstützen, mit denen ich Vertrauen habe. Ich mache das davor, also helfe ihnen davor bei Reden, habe auch immer ein offenes Ohr gerne. Währenddessen musste ich auch schon vielen Mut zusprechen, aber bisher ist jeder auf die Bühne, darauf bin ich sehr stolz. Keiner hat Muffensausen bekommen. Ja. Ja. Und danach natürlich will ich auch, machen wir auch nochmal A, einen Zoom-Call, wo jeder sich Feedback gibt. Ja. Und B, auch darüber hinaus, sind wunderschöne Verbindungen auch unter den Leuten, die aufgetreten sind, zustande kommen. Es soll ein Netzwerk sein und es soll auch nicht nur ein Event sein, wo man dann mal aufgetreten ist und dann war. Daher kommt auch dieser Glaube mit, dass die Speaker mich nicht bezahlen müssen für die Leistung, die ich dort bringe. Das ist so, was mich ja selber am Anfang genervt hat, Leute zu bezahlen, damit ich auftreten darf. Deswegen gibt es das immer noch so. Inzwischen haben wir das so eingeteilt, dass wir uns die Miete alle teilen. Das ist ganz cool. So jeder, der auftritt, zahlt einen Anteil an der Miete des Gebäudes und dadurch ist das Risiko ein bisschen verschwunden für mich. Ja. Das sind so, da stehen wir gerade. Sobald wir wieder auch dementsprechend Events machen dürfen, sind auch schon 4 in der Pipeline im Moment in Hamburg, dann in Frankfurt und in Stuttgart werden wir sofort auftreten, sobald das erlaubt ist. Die Locations sind gebucht. Okay. Warten nur noch auf ein Go und werden dann weiterhin Events machen. Sommer wird es immer keine geben. Das habe ich auch dann irgendwann gelernt, dass man, sobald das Wetter auf Grill steht, dann dementsprechend die Leute sehr schwierig auf ein Event bekommen, wo Leute Motivierendes erzählen oder ihre Botschaft teilen. Ja. Das ist ja nicht nur Motivationsreden, aber auch in die Richtung, dass die Leute das teilen und im Sommer eben lieber an See gehen und das verstehe ich auch und grillen und deswegen machen wir dann immer im Herbst wieder weiter, so ab September gibt es dann die anderen Städte wieder, Köln zum Beispiel und Ja, da fällt mir gerade mal ein, du müsstest mal hier ein Seebühnenfestival oder irgendwie sowas machen, so ein Speak-Up an der Seebühne, vielleicht kann man das mal kombinieren. Auf jeden Fall für solche verrückten Ideen am Bodensee tatsächlich, zum Beispiel hatten wir auch mal ein Angebot, irgendwas zu machen, das ist dann im Sand verlaufen leider. Ich habe den Kontakt irgendwie nicht mehr von der guten Dame, die das mit mir machen wollte. Aber prinzipiell für so einen Quatsch bin ich immer offen. Seebühne, alles. Neues auszuprobieren ist sowieso was, was mir total Spaß macht. Mhm. Ja, vielleicht so eingebunden in was Größeres noch. Ich stelle mir das gerade so vor wie so ein Festivalgelände, weißt du? Und dann ist halt ein Abend von dem Festival ist halt dann die Speak-Up-Bühne auf der Seebühne. Schwebt mir gerade so im Kopf. Auf jeden Fall. Wir gucken halt, dass ich immer weiterhin Locations, also für ein Event wäre das mal sicherlich cool. Ich gucke halt immer, dass unter 100 eigentlich wir meistens sind, in so einem Rahmen, weil dort man sehr gut im Publikum dann auch netzwerken kann. Alle Speaker sind auch nach ihrem Auftritt angehalten dazu, sich im Publikum auch runterzumischen und mit den Leuten zu quatschen, wenn die noch eine Frage hatten oder auch irgendein anderes Anliegen, dass die echt anfassbar sind und es nicht so, ich bin auf der Bühne und ich bin jetzt was Tolles, sondern danach gehst du wieder ins Publikum und kannst dir auch dort noch Fragen für die Leute beantworten. Das ist ganz wichtig. Deswegen sind wir eher im kleinen Rahmen und werden jetzt nie so eine Gedankentanken lang Sess-Arena vollpumpen mit Leuten. Mhm. Aber für coole Locations bin ich auch mal offen. Das ist dementsprechend, Aber das ist ja auch, also ich finde so kleine, feine, intime Veranstaltungen schon fast, finde ich auch sehr angenehm, weil du, wie du es schon sagst, in Austausch kommst. A, mit die Gästen untereinander auch. Ich finde, also es geht mir selbst so, in so einer Tausenderhalle komme ich nicht mal mit meinem Nachbarn so ungefähr ins Gespräch. Das ist komisch, da muss ja irgendwie was in uns ablaufen. Aber wenn ich so mit 50, 80 Leuten zusammensitze, dann ist ständig irgendwie Kontakt und in den Pausen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, macht ihr hinterher quasi noch, also du hast vorhin gesagt, in der einen Location mit der Bar und so. Ich stelle mir das so vor, dass ihr hinterher dann auch noch
ich nenne es mal, gemütliches Beisammensein habt und nochmal den ein oder anderen Schluck verzehrt und dann eben auch die Speaker noch da sind. Das stelle ich mir sehr angenehm vor. Deswegen habe ich tatsächlich eine meiner Locations buche ich deswegen nicht mehr, weil die uns mal rausgekehrt haben, recht unfreundlich. Habe ich mir gedacht, nee, das ist ehrlich gesagt nicht der Sinn. Ich will nach meinem Event noch da sitzen, ein paar Gerstensaftgetränke trinken und mich mit den Leuten unterhalten. Ja. Und da auch jemand zu finden, der dann nicht sofort die Bar zumacht, ist auch auf meiner Checkliste inzwischen. Okay. Da fragt auch als allererstes, wenn ich in die Location komme, wie ist es denn? Bei der Deutschlandtour war das ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, weil wir ja eh schon sehr, sehr müde größtenteils waren. Da noch, wir waren immer bis 1 Uhr eigentlich dann meistens erst im Bett. Da ist man dann schon echt fertig, danach noch Smalltalk zu machen. Aber auch da haben wir es echt gut hingekriegt. Bei der einen Location musste ich sogar Strafe zahlen, weil wir zu lang dann noch nach der Show da waren. Da haben sie nochmal den Preis nachträglich erhöht. Okay. Ja, so viel dazu, dass wir auf jeden Fall hinterher noch in den Pack kommen. Ich stimme dir vollkommen. Ja, ich finde das auch eine ordentliche Leistung, 7 Tage am Stück aufzutreten. Würdest du so eine Tour wieder genau so machen oder würdest du so einen Pausentag mal irgendwie dazwischen einplanen? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich würde die Tour zweiteilen und sowas machen wie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, so 4 Tage. Mhm. Und dann macht man in Woche 2 das vielleicht nochmal im südlichen Teil. Also macht dann halt von mir aus 8 Locations, aber 4 aneinander, 7 hintereinander. Und so würde ich nicht nochmal machen, ganz sicherlich nicht. Man kommt wirklich, man lernt extrem viel. Man lernt auf Knopfdruck wirklich den Motor anzumachen und Unterhaltung zu bieten. Ja. Aber ich war nicht der Einzige, der nach der Tour recht schnell ein bisschen groggy war und dann natürlich auch leicht erkältet so nach der Tour. Und ich war nicht der Einzige von der Tour-Crew, die das hatten. Es ist auf jeden Fall, ich würde es so nicht mehr nochmal machen, weil ich habe was gelernt draus. Und ich würde auf jeden Fall das nicht nochmal so machen. Nee, ganz sicher. Naja, weil es hört sich für mich schon sehr hardcore an und selbst man kriegt das ja auch bei irgendwelchen Musikkünstlern oder so mit, dass die immer irgendwie so Pausentage dazwischen dann haben. Ne? Das ist auch mal. Und ich sag mal, der Künstler, der steht halt für die 3 Stunden auf der Bühne und singt, sage ich jetzt mal. Aber das Ganze drumherum, da ist ja so ein Riesenmanagement, das ist ja auch noch alles an deiner Backe quasi. Auch wenn du noch ein Team hast und Leute noch helfen und so, aber der Kopf, das bist ja du, das hast du ja, musst du ja alles dann mitschleppen. Und ich habe früher im sozialpädagogischen Arbeit tätig und habe große Ferienprogramme gemacht für Kinder. Auch mit einem großen Team, 200 Kinder am Tag da gehabt und was weiß ich. Und ich weiß, wir haben da 14 Tage am Stück gemacht. Selbst am Wochenende haben wir nachher dann noch Ausflüge gemacht und sowas mit Übernachtung und hast du dich gesehen. Also das war schon echt hardcore und nach den 2 Wochen war ich immer sowas von durch. Kenne das und deshalb habe ich jetzt nochmal so gefragt mit diesen Pausen. Ne? Also Pausen sind da extrem wichtig. Das lag halt einfach am Budget und der ganzen Geschichte. Also wir hätten ja dann nochmal eine Nacht irgendwo länger übernachten müssen, zum Beispiel mit halt 8 Leuten, hätten dann eine Übernachtung mehr gehabt. Das wäre so das Hindernis. Würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen. Man lernt zwar sehr, sehr viel, aber da der Preis ist schon sehr, sehr hoch, sage ich mal. Und man hat auch nicht so den Fokus tatsächlich, wenn man auf 7 Events gleichzeitig den Fokus legt, dann braucht man schon ein sehr, sehr krasses Organisationstalent. Und ich bin sehr zerstreuter Mensch, das wirkt jetzt nicht so, aber es ist tatsächlich so, dass die Leute hinter mir und neben mir mir unglaublich viel dabei geholfen haben und mich unglaublich auch motiviert haben in Tagen. Also gerade meine bessere Hälfte hat mir da sehr viel den Arsch gerettet, sage ich mal so ganz deutlich. Ja, schön. Und hat wirklich viel Mut und Motivation gegeben, dort weiterzumachen und es wirklich als Reise zu sehen. Und das muss man eigentlich bei der ganzen Sache machen. Wenn man ein Event auf die Beine stellt, ist es eine Reise, es ist ein Abenteuer und man lernt dabei, kann gar nicht anders, als die Lektion an den Kopf geklatscht zu kommen. Und am Ende muss man dann halt entscheiden, macht man es nochmal, lohnt sich das, will ich das weiterhin machen? Und ich habe mich dafür entschieden, das definitiv weiterzumachen. Wie ist deine Vision? Meine Vision ist, den Leuten doch zu zeigen, dass es andere Formate gibt, als die, die sie gerade kennen. So dieses darum geht es beim Speak-Up, das ist die Vision und auch die Mission dahinter, den Leuten zu zeigen, dass das, was sie gerade haben, wenn es ihnen gefällt,
können Sie es so behalten. Wenn Sie sagen, ich will über den Tellerrand hinausschauen, wer hat denn was gemacht, wer kann mir denn da behilflich sein, da brauchst du oft so einen kleinen Impuls und den geben wir gerne in allen Städten. Das ist so die Geschichte, wo wir weitermachen werden, wollen auf unserem Level so uns etablieren und weiterhin den Leuten irgendwie zeigen, dass es, wenn sie mit ihrer Situation nicht zufrieden sind, es immer Alternativen gibt zu dem, was man gerade so macht. Ja, sehr schön. Also so ein Mix aus Event und Motivation höre ich so raus ganz stark und die Leute so ein bisschen aufrütteln, drüber nachzudenken, ob sie das, was sie gerade machen, wirklich machen wollen oder ob sie weitergehen wollen, wie du sagst, über den Tellerrand gucken. Ne? Genau, sei es jetzt Job, sei es aber auch private Dinge. Bei der Deutschlandtour hatten wir zum Beispiel eine dabei, die ist einfach die wollte schon immer in die Mongolei und ist dann wirklich mit Sack und Pack unter einem Pferd und ihrem Kollegen in die Mongolei geflogen, hat sich dort ein Pferd gemietet und hat dann tatsächlich sich einmal durch die Wüste dort begeben für drei Wochen und hat dort dann halt mit wunderschönen Fotos berichtet, hey, das, wenn ihr so einen Traum habt und mal einfach das machen wollt, informiert euch, das Internet ist da und macht es einfach. Also diesen Impuls, dann wirklich diese Reise, die man schon immer geplant hat, nicht mehr aufzuschieben, das ist so eine Geschichte, wo ich sage so, hey, wie viele Leute jetzt wahrscheinlich dann doch den Sprung gewagt haben, ihre Reise anzutreten. Würde mich interessieren, fände ich lustig, da mal rauszufinden, aber es ist hinterher immer schwierig. Und ja, auch andere Dinge. Oder mal Leute, die ihren Job kündigen wollen, weil sie nicht mehr glücklich sind. Wenn dann halt jemand sagt, hey, ich habe es auch gemacht, das war absolut schwierig, das war nicht lustig, es war Chaos, aber jetzt kann ich dastehen und sagen, hey, das ist cool, macht das auch, wenn ihr unglücklich seid. Ist dann dieser Impuls, den man nochmal braucht, dass man sieht, jemand anders hat das gemacht und man stirbt nicht. Ja, sehr schön. Das geht schon fast Richtung Schlusswort, Patrick. Sehr geil. Finde ich sehr, sehr gut. Und um bei dem Bild der Reise zu bleiben, wo ist denn dein Reisebüro? Wo können sich die Leute melden bei dir, wenn sie jetzt Interesse haben, sich irgendwie mit dir zu connecten, sei es als Speaker, sei es einfach als Zuhörer oder als Ideengeber, wie auch immer? Generell bei LinkedIn bin ich super erreichbar. Da lese ich wirklich alle meine Nachrichten. Patrick Steinmetz, einfach bei LinkedIn eingeben. Da findet man mich recht schnell. Wenn man sich jetzt eher über das SpeakUp und mal auf die Bühne will, dann geht man auf speakup.events. Wir haben uns dort eine kleine Homepage gebastelt, die inzwischen auch sogar professionell aussieht und nicht mehr wie eine B-World-Homepage von damals. Am Anfang sah sie nämlich noch ein bisschen basic aus. Einfach auf die Homepage gehen. Dort findet ihr auch alle Speaker, die je gesprochen haben, alle alten Events, um mal zu gucken, wer denn alles so auf unserer Bühne stand, um was da ging. Speaker.events ist die Seite und da kann man sich über den anderen Teil informieren und sonst mich einfach anschreiben. Ich antworte immer und jedem. Das habe ich mir von damals nämlich gemerkt, als die Leute mir nicht geantwortet haben, wie frustriert mich das hat. Ja, sehr schön. Wir packen natürlich alles in die Shownotes mit rein, damit die Leute das auch anklicken können und zu dir gut Kontakt aufbauen können, wenn sie das dann wollen. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das hätte ich heute eigentlich gerne noch mitgegeben? Oder hast du noch irgendwas, was du noch mal speziell promoten möchtest? Dann soll das jetzt auch hier noch Platz finden. Eigentlich nicht wirklich. Nicht wirklich, das so, lebt euer Leben, macht das Ganze schön und guckt, dass ihr glücklich seid auf eure eigene Art und Weise. Das ist so mir das Wichtigste tatsächlich. Unglückliche Menschen sterben früher, das ist bewiesen. Sehr schönes Schlusswort, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Patrick, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input hier und das bringt unseren Kanal, unseren Hörern wirklich viel Mehrwert heute und dafür ein ganz herzliches Dankeschön nochmal. War gerne, gerne da. Prima. Ja, und euch lieben Hörern sage ich natürlich auch wieder Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt beim Churlen Podcast, dem Podcast für Freelancing und Remote Arbeit in der Praxis. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über dein Abo bei iTunes.